Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kulturschaffende und liebe Kulturliebhaber. Man hat mich gebeten, hier einen Betroffenheitsbericht vorzutragen. Ich bin meines Zeichens freischaffender Schauspieler, Musiker sowie Kabarettist an der Herkuleskeule. Da haben Sie also schon mal die Betroffenheit hoch drei. Am 11. März diesen Jahres durfte ich zum letzten Mal hier in Dresden auf der Bühne der Keule stehen. Also vor genau 3 Monaten und 6 Tagen. Seit Freitag, dem 13. März, bis heute sind exakt 47 Vorstellungen für mich allein an der Keule ausgefallen. Drehtage, Synchron, alles andere gar nicht mitgerechnet. Ich wagte mich zudem letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben an die Herkulesaufgabe, ein eigenes Coverprogramm mit größtenteils selbstgeschriebenen Texten auf die Bühne zu bringen, also auch zum ersten Mal selbst zu inszenieren. Nachdem das Stück Ende Februar wieder meiner eigenen Erwartung mit recht großem Erfolg an der Vorpommerschen Landesbühne Premiere feierte und im Folgenden ganze 3 weitere Male gespielt wurde, schob die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern, wie auch andere Länder, den Corona-Riegel vor und erklärte bald darauf, wie sich heute herausstellt, völlig übereilt die Spielzeit 2019-20 für vorzeitig beendet. Und damit ebenso meine erhofften Tantiemenzahlen. Meine Betroffenheit stieg umso mehr, als dass ich seitdem hoffe, mein gewählter Stücktitel möge kein böses Omen gewesen sein, lautete er doch volle Fahrt ins Aus. Mein Name ist Alexander Bluquet, das ist Französisch von den alten Hugenotten. Genau, das werden jetzt einige von Ihnen wissen, das sind diejenigen gewesen, die dem alten Fritz und seinen Preußen damals endlich mal ordentlich Kultur beigebracht haben. Und der wusste das zu schätzen und hat die Künste gefördert, wo er nur konnte. Und wissen Sie was, meine Damen und Herren? Das macht mich jetzt richtig betroffen. Dass nämlich vor 250 Jahren ein Soldatenkönig in Berlin Kunst und Kultur mehr Wert geschätzt hat, als das augenscheinlich die heutigen dort herrschenden Volksvertreter tun. Und da gebe ich dem Herrn Kollegen vom Helmut-Theater genau recht. In meinen Augen ist es genau das, was fehlt. Eine angemessene Wertschätzung gegenüber der Kunst, gegenüber unserer Kunst. Und das in einem Kulturland, das sich ja so gern mit dem Etikett Land der Dichter und Denker schmückt. Der Volksmund sagt, Kunst kommt von Können. Und dass dieses Kulturland Deutschland so eine reiche Kulturlandschaft hat, ist auch deshalb so, weil es neben den in festangestellten staatlichen Diensten stehenden Künstlern tausende selbstständige und freischaffende, hochqualifizierte Kulturdienstleister gibt. Freischaffend oder selbstständig heißt hier im besten Sinne, dass wir nach jahrelanger professioneller Ausbildung unser eigenes künstlerisches Werkzeug geschmiedet haben, unsere künstlerische Persönlichkeit. Wir bekommen kein Kurzarbeitergeld, weil wir nicht angestellt sind. Wir haben keinen Betrieb, für den wir die Soforthilfen der Regierung für Betriebsausgaben geltend machen können. Keine Arbeitsgeräte oder Geschäftsräume. All das vereinen wir in unserem Körper. Er ist, wenn Sie so wollen, unser Instrument. Und das, meine Damen und Herren, das wollen wir auch nicht einfach so unter Wert verkaufen oder gar umschulen lassen. Dieses Instrument musste unverschuldet verstummen und den Betrieb einstellen. Somit gilt für uns, Betriebskosten sind gleich Lebenshaltungskosten. Für diese notwendige Perspektivänderung in der Politik stehe ich, denke ich mal, wie alle anderen Kollegen auch hier. Wenn andere Branchen, ja sogar staatlich angestellt Beschäftigte in unserer eigenen Branche Kurzarbeitergeld bekommen, das mitunter bis auf 90% des normalen Verdienstes aufgestockt wird, uns freischaffenden Künstlern aber gesagt wird, wir sollen zum Jobcenter gehen, dann ist das eine nicht hinzunehmende Ungleichbehandlung. Dann rufe ich einer Frau Grütters und einem Herrn Scholz zu, Grundsicherung oder Hartz IV
ist nicht dasselbe wie Kurzarbeitergeld. Und diese Bittstellerposition ist absolut entwürdigend. Weder dürfen wir dafür bestraft werden, dass wir selbstständig arbeiten, noch dass wir eine schlechtere Lobby haben als beispielsweise die Lufthansa. Dafür haben wir die meisten Beschäftigten in unserer Branche und nach der Autoindustrie den meisten Umsatz. Wir sind ein Motor dieses Landes, Herr Scholz. Es muss doch auch in Ihrem Interesse liegen, dass der weiterläuft. Wir haben als Kulturschaffenden die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Pandemie mitgetragen. Wir hatten Arbeit, doch waren wir die Ersten, die sie niederlegen mussten. Und werden aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, wir haben es eben gerade noch mal sehr schmerzhaft vor Augen geführt bekommen, werden aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmungen die Letzten sein, die sie wieder aufnehmen dürfen. Wir haben finanzielle Einbußen in fünfstelliger Höhe und das nicht durch selbstverschuldete Misswirtschaft, sondern durch staatliche Verordnungen. Da muss man doch nicht Justitia heißen, um ermessen zu können, dass es bei all den Hilfen, die andere Berufssparten oder unsere staatlichen Kollegen erhalten, nur gerecht wäre, wenn wir auch einen Verlustausgleich für unsere entfallenen Verdienste erhalten würden. Diese Kompensationen könnten sich anhand der Spielpläne der Steuererklärung des letzten Jahres oder der letzten drei Monatsverdienste vor Corona bemessen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und Berechnungsgrundlagen. Aber es muss vor allem der politische Wille her und der Mut, Verantwortung zu übernehmen. Und die darf nicht zwischen Bund, Ländern und Kommunen hin und her geschoben werden, sodass am Ende nichts bei uns ankommt. Es wird ja dem Bürger sogar suggeriert, dem Mitbürger, dem vielleicht auch nicht kulturschaffenden Bürger, dass uns geholfen wird. Mit den staatlichen Soforthilfen, die in aller Munde sind, und spätestens mit dem neuen Konjunkturpaket Neustart, denkt der Nachbar von nebenan, dass auch mir geholfen wird. Ich höre da in letzter Zeit, ach ihr Künstler, ihr jammert doch immer. Wir jammern nicht, wir fordern nur, was uns zusteht. Na ja gut, aber ihr dürft doch wieder spielen. Wir dürfen, aber faktisch können wir nicht, da wir im Theater 10-mal so viel Abstand halten müssen wie im Flugzeug. Das ist unwirtschaftlich. Gut, aber anderen Branchen, ja, aber in anderen Branchen geht es doch auch schlecht. Aha, also, weil es anderen schlecht geht, darf es mir selbst nicht schlecht gehen, obwohl meine Existenz bedroht ist? Das wäre ja dieselbe Logik, als wenn jemand sagt, rettet den Regenwald, er ist bedroht und wertvoll. Ein anderer sagt, ja Moment mal, alle Bäume sind wertvoll. Ja, aber nicht alle Bäume sind in dem Maßen bedroht. Ohne uns über andere Branchen, die ebenfalls große Not erleiden, erheben zu wollen, richten wir mit dieser Demo den Fokus auf unsere Branche, auf die vielen Existenzen der freien Kultur- und Eventbranche, die Solo-Selbstständigen, die bedroht sind, ob das einzelne Personen oder ganze Kulturinstitutionen sind. Mein Appell richtet sich an unsere Politiker, aber auch, wie meine Vorredner schon, an alle geschätzten Mitbürger. Zeigen Sie Solidarität, unterzeichnen Sie zum Beispiel die Forderungen der stummen Künstler oder die Petitionen der Initiative Kultur erhalten, sowie die neue Bundestagspetition 111-001 Soforthilfe Plus. Helfen Sie unserem Anliegen, Gehör zu verschaffen. Deutschland ist ein reiches Land, auch an Kultur. Kultur ist in ihrer Vielfalt die Seele einer Gesellschaft und deshalb nicht nur für die 2,2 Millionen, die von ihr leben, systemrelevant, sondern auch gesellschaftsrelevant. Diese kulturelle Vielfalt ist so stark bedroht wie nie zuvor und das darf nicht sein. Die Politik muss Verantwortung übernehmen für den Wert unserer Kultur. Schiller sagte einst, der Mensch ist dort am meisten Mensch, wo er spielt. Auf dass wir alle bald wieder richtige Menschen sein dürfen.